Wenn ich das sage, College Football is crazy in the South, würdest du das unterschreiben? Ja, 100%. Erklär mal. Also, sind einfach so, also manche so College Game Day Environment so. Also wir sind jetzt nicht, also wir haben jetzt nicht die größte Fanbase oder so, aber wenn du zum, also in manche Stadien gehst, so Bama oder so, und du kommst da rein, hast vor einem halben Jahr noch in Deutschland gespielt, läufst durch den Tunnel, guckst dich um und also ist einfach verrückt. So. Es gibt einfach nichts Vergleichbares. Du spielst vor 110.000 sind das, glaube ich, im Bama-Stadion, voll ausverkauft. Wie viele Menschen fühlt es sich an? Das Doppelte. du guckst dich halt so um und das ist halt so, die Stadien sind so hochgebaut. Du guckst dich um und du hast das Gefühl, das Stadion geht über dir einfach zu. So. Boah. Und dann 110.000 Leute, die dich dann so buhen und so, wenn du reinläufst. Dann steht auch noch irgendwie so ein Top, dann steht auch noch irgendwie so Top 30 Tackle aus dem nächsten Draft irgendwie, naja, links von dir, irgendein Guard, der. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, wie ist das so, Alter? Ich meine, das ist ja der feuchte Traum eines Seniors Footballspielers. Ich meine, ne, ich war, bevor ich NFL-Fan war, war ich College-Football-Fan. Mhm. So, vor allem kommen wir gleich zu, ich war schon so oft im Swamp als Zuschauer und dachte, also klar, das war immer weit weg, dass ich da spielen würde, aber dachte mir so, boah, wie krank ist das so, weil ich ja auch dann 16 war. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wie ist das, in Alabama zu stehen? Was haben die für einen Fighting Chance so? Den hast du bestimmt auch im Kopf. Na, will ich nicht mehr hören. Hab ich ja neben Abend zu oft gehört. Also. Ja, aber weißt du, wie ist das so? Dann stehst du dann auf einmal und Nick Saban steht an der anderen Sideline. Ist einem das überhaupt bewusst in dem Moment? Ja, genau. So, nimmst du das in dem Moment für dich wahr? Weil wir reden ja hier auch viel von Professionalität. Oder ist das so für dich so, dass darin halt irgendwie auch wieder dein Job liegt, zu sagen von wegen, ey, ich weiß, dass das alles hier ist, aber ich bin jetzt part of it. Ja. Und muss auch da irgendwie executen. Weil ich erinnere mich daran so geil, ich habe vor ein paar Wochen mal ein Interview von Franz Wagner und Mo Wagner gesehen. Und da sagt der Mo Wagner wirklich ganz konkret zu einer Situation, die er mit Kevin Durant hatte, dass er starstruck war im ersten Jahr einfach in dieser Liga, weil er einfach gesagt hat, ey Dude, ich war einfach ein Junge, der irgendwie vorher in Berlin gesessen hat und sich die ganzen Typen irgendwie im Fernsehen gesehen hat, dann war ich auf einmal am College, das war auch schon surreal, aber jetzt stehe ich auf einmal da mit diesen ganzen Dudes und ich finde halt, bei SEC Football reden wir ja schon einfach von der Vorstufe von NFL Football, halt einfach, ne, und das blendest du das dann einfach aus ab einem gewissen Moment oder ist schon irgendwie immer so ein bisschen dieses, der könnte nächstes Jahr da oben sein, der könnte nächstes Jahr da oben sein. Also meistens weißt du, dass der nächste Jahr da oben sein wird. Aber bei mir ist es immer so, Warm-up und so, guckst dich halt immer um, läufst ein, siehst die ganzen Fans, aber bei mir ist das so, nach dem ersten Snap ist für mich einfach Football. Also es sind die gleichen 100 Yards, die du hier spielst. Ja, geil. Oder egal wo, also es ist das gleiche Feld. Für mich bin ich dann so voll im Game drin, Modus, denkt er gar nicht mehr drüber nach. SEC Football im Durchschnitt 76.667 Leute im Stadion. Ja. Das ist der Durchschnitt. Ja. Von den Milliarden, die da in TV-Geldern umgesetzt werden, wollen wir jetzt mal gar nicht reden. Aber das ist Football, die Realität, in der du lebst. Wir müssen dann neben der Stimmung, über die wir reden, wobei lass uns doch einmal bei der Stimmung bleiben. Du hast ja auch im Swamp gespielt, kann das sein? Mhm. Swamp ist, ich kann aus Erfahrung erzählen als Zuschauer, bin seit, weil ich in Florida High School war, da seit Jahren Fan oder als junger Mensch, würde ich sagen Fan, ich bin Sympathisant inzwischen, weil College Football, dann ich dann eher mit Jungs wie dir route und das ist dann so mein Ding, wo ich hoffe, dass einer von euch mal zockt oder so da ist und sonst gucke ich mein Spiel gerne an, aber Swamp müsst ihr euch vorstellen, das ist in Florida, es ist 95.000, die haben es jetzt ausgebaut, ein ganz altes Stadion, geile Chance und ich weiß noch einen Moment, da haben wir haben die Gators gegen Ole Miss gespielt, da war Ole Miss Nummer 3 gerankt und Defense kommt aufs Feld, erster Third Down und es war so laut, dass die haben noch so ganz alte Aluminiumbänke, also College-Stadien sind halt riesig, aber die sind nicht modern. Mhm. Die haben dann so Lichtshows, aber so die Sitze sind halt ganz altbacken und ich habe einfach geguckt und die haben geshaked und nicht, weil Leute draufgehauen haben, sondern weil es so laut war wegen der Vibration. Mhm. Und ihr habt ein super tightes Game im Swamp, deswegen nehme ich an, das war auch ziemlich gute Stimmung, oder? Wie war das so, das Environment dazu? Also ich sag mal so, du lebst meinen Traum. Erzähl mir mal, wie es ist, da zu stehen, auch auf der anderen Seite diesen Traum so ein bisschen zu leben, wie so das Feeling da ist. Also das Gator Stadion ist halt einfach, also das ist eins der großen Stadien, in dem du einfach mal spielen willst. So. Also das Environment ist einfach die Fanbase. So. Du fährst, wir fahren vom Hotel zum Stadion und du siehst die ganzen Fans. Gator Chomp, weißt du, was ich meine? Die ganze Gator Zeit. Aber was ich meine, so dieses kleine Kinder, die das machen, Leute verfluchen dich und so, dies, das. Und also wir fahren da ja dann mit so 5, 6 Bussen
zum Stadion und du merkst einfach, okay, so. Die haben auf jeden Fall eine Fanbase, wird ein langer Tag. Und bei den Gators tatsächlich auch so, du hast die Student-Section direkt hinter der Away-Sideline. Also hinter uns saßen halt die ganzen Studenten dann auch nochmal. Die kriegen vergünstigste Tickets, ne? Das ist bei, also ist generell, die Students dürfen, bezahlen ja sehr viel für die Uni und dafür dürfen die halt umsonst ins Stadion in ihrem eigenen Bereich. So. Ja. Wie ruhig ist es bei eurem 28-12-Touchdown im Swamp geworden?